So, dann wollen wir jetzt mal schauen, ob man da reinkommen. Also man muss sich anstellen. Es sind dann einige Leute drin und so ohne weiteres kommt man nicht rein. So, jetzt sind wir hier beim Pumo-Mobil und da haben wir die Birgit und den Peter. Hallo. Die beiden sind bereit, uns das Fahrzeug mal exklusiv zu zeigen. Ja. Vielen Dank dafür, schon mal vorab, egal was jetzt da rauskommt dabei. Ja. Aber es wird bestimmt interessant, also das ist auf jeden Fall ein exotisches Mobil auf der CMT. Und ich frage einfach den Peter mal, was für Holz ist es und ist das Holz behandelt? Das Holz hier ist eine sibirische Lärche. Die sibirische Lärche hier ist nicht behandelt. Die wird dann mit der Zeit vergrauen. Und wenn man das so will, ist es in Ordnung. Man kann es natürlich auch behandeln. Das haben wir jetzt hier an den Klappen und an der Eingangstüre dementsprechend gemacht, dass wir die mit Öl eingeölt haben. Dann ist es aber schon so, dass man so alle Jahr, zwei Jahre muss man das dann nachbehandeln, wenn man mal angefangen hat. Also wenn es einmal behandelt wurde, muss es immer wieder nachbehandeln? Dann muss man es immer wieder nachbehandeln, genau. Das ist halt einfach so. Aha. Und auf wie viele Tonnen ist das Fahrzeug jetzt, ist dieses jetzt aufgelegt? Das Fahrzeug ist jetzt so, dass es ein 18-Tonner ist von Mercedes-Benz, ein Arox, ein spezielles Fahrzeug, das auch im Gelände, sehr fürs Gelände ausgelegt ist. Ein Grounder nennt man das. Mhm. Und dadurch ist es sehr speziell und sehr gut fürs Gelände geeignet. Wir haben hier momentan 18 Tonnen, habe ich glaube ich schon gesagt. Ja. Ja, und wir bauen aber auch kleiner ab 7,5 Tonnen. Also 7,5 Tonnen, was ja für den normalen ehemaligen Führerschein Klasse 3 Nutzer noch fahrbar ist, kann man bei euch auch haben in der gleichen Art und Weise. Und das dann auch vollkommen autark, oder? Der kann man genauso natürlich autark buchen. Ja. Das muss man natürlich immer schauen, wir bauen so, wie es der Kunde wünscht. Und das sind jetzt Außenklappen, das heißt, da ist die Versorgung drinnen. Richtig. Kann man also, da mal reinschauen, oder? Wenn du vielleicht kurz nach vorne schwenkst, dann siehst du da vorne eine Stütze. Ja. Und mit dieser Stütze kannst du den ganzen Koffer abheben vom Fahrzeug. Aha. Und kannst es dann bis ganz auf den Boden runterlassen. Aha. Und das ist natürlich eine Besonderheit, das hat keiner. Das Ganze ist aber auch natürlich sehr stabil gemacht und sehr aufwendig hier eingebaut. Ja? Hydraulisch mit Stützen hochfahren und komplett bis auf den Boden absetzen. Ja, deshalb muss alles im Koffer drin sein. Aha. Das heißt, wir haben Frischwasser innen drin mit 2x200 Liter Edelstahltanks. Mhm. Wir haben Abwasser hier hinten drin, wo wir dabei haben, ja, mit 2x175 Liter. Und das Ganze ist jetzt hier hinten drin verstaut. Mit Außendusche? Mit Außendusche natürlich. Wir haben hier die Abwassertanks unten drin und wir haben hier oben drin noch einen Gastank mit 200 Liter. Mhm. So dass man also wirklich auch mal für längere Zeit autark stehen kann mit dem Fahrzeug. Solar ist und so oben drauf? Solar ist oben drauf, das heißt, wir haben 1200 Watt Solaranlage oben drauf und wir haben oben drauf noch eine Regenwasserauffanganlage. Aha. Das heißt, man kann auf dem kompletten Dach sein Wasser sammeln und kann das dann dementsprechend über einen Filter in die Edelstahltanks reinlaufen lassen. Ja, gefiltert. Vielleicht nicht unbedingt als Trinkwasser nehmen, aber zum Duschen oder für Toilette geht es auf jeden Fall. Also wir haben solche Filter verbaut, wo man auch trinken kann. Ui. Ja, also von dem her, es gibt sogar Filter, wo man zum Beispiel aus dem Brunnen oder sowas tanken kann. Ja, also auch extern tanken vom See ist also auch kein Problem. Jetzt eine andere Frage, was ja auch nicht ganz unwichtig ist, der Frage des Preises. Das heißt, das Mobil, wie es jetzt hier steht, wie teuer kommt es insgesamt? Also es ist so, dass es bei uns ab 200.000 Euro losgeht. Mit den 7,5 Tonnen? Nein, das ist im Endeffekt für die Kabine. Aber bei diesem Fahrzeug schon? Bei diesem Fahrzeug schon, in der Größe. Die Kabine für den 7,5 Tonner geht es los bei 130.000 Euro.
Und inklusive Fahrzeug? Oder nur ohne Fahrzeug, immer Kabine. Aha. Und dann natürlich nach oben keine Grenzen. Ja, das, also, ist klar. Das ist natürlich gerade so eine Hebeeinheit, das ist natürlich wahnsinnig teuer, ja, klar. Weil die müssen wir extra fräsen, Hydraulikelemente, einen Haufen Elemente zukaufen, man muss spezielle Dinge beachten, also das ist wirklich sehr, sehr teuer danach. Das heißt, die Hebeeinheit, die wird hier noch rangefahren und dann kann das Fahrzeug losfahren? Richtig, genau. Und jetzt dieses Fahrzeug, wie es hier steht, insgesamt? Das Roundabout, muss man jetzt mal rechnen, mit Mehrwertsteuer, Fahrzeug, alles drum und dran, mit ausziehbarer Terrasse, ja. Hebeanlage, wahnsinnig viel Solar, wahnsinnig voll mit Holzofen, Batterien, alles drum und dran, liegen wir schon irgendwo. Schätzen, also wir liegen so ungefähr bei 700.000 Euro, ja. Also. Aber es ist natürlich schon hoch der Preis, das wissen wir, ja. Aber man kann natürlich auch dementsprechend abspecken. Es gibt Menschen, die sich das leisten können und auch Menschen, die sich das leisten wollen. Ja. Was natürlich dazu gehört, auch das ist der passende Führerschein, ja. Den allerdings viele nicht haben, ja. Richtig, so. Und wenn man wirklich so in der Mittelklasse liegt, dann kommen wir schon ungefähr so mit 300.000, 350.000, okay. Kommt man halt. Also, das ist die Luxusvariante. Das ist jetzt wirklich die ganz oberste High-End-Variante. Ja. Genau, interessant für bitte unser nicht Publikum. Abschrecken lassen, ja. Ja. Nein, nein, das ist genau die Größenordnung für unser Publikum. Ja. Deswegen würde ich sagen, da schauen wir jetzt einfach mal rein. Ja, ja gut, dann schauen wir mal rein. Dann übergebe ich jetzt an die Birgit. Jawohl, vielen Dank, Peter. Ja. Ja. So, also da schauen wir jetzt mal rein. Und da kommt schon die Birgit. Hallo. Hallo. Also das schaut schon mal sehr edel aus. Was noch viel schöner ist, es riecht auch hier sehr gut nach Holz. Ja, Birgit. Ja. Hallo, willkommen. Also das Außen ist Lerche und innen ist? Hier haben wir Zierbeholz verbaut. Aha. Und hier die Front haben wir Eiche gewählt. Die ist gebürstet und geölt. Und die Zirbe ist auch behandelt? Nein, die ist unbehandelt. Die ist auch unbehandelt und kann auch unbehandelt bleiben? Die sollte unbehandelt bleiben, weil wir dadurch die den Geruch, die Sinne, die man da hier wahrnehmen, ja. Nur wenn die Zirbe unbehandelt ist. Die merkt man, die Sinne, oder? Ja, ja, wunderbar. Wenn man da reinkommt, es ist wirklich ein ganz angenehmer Duft, ja. Es ist wirklich sehr angenehm. Was man hier hat, es ist eine sehr schöne Küche, mit allem drum und dran, so wie ich das einschätze, ja. Hier Backofen. Nein. Nein, nicht? Nein. Nein. Das hier. Das ist ein Ofen. Das ist der Ofen, ein Kohleofen. Jawohl, ein Holzofen. Holzofen, ja, ja. Super. Ja. Wow. Dass man, wenn man länger steht, den als zusätzliche Heizmöglichkeit nutzen kann. Aha. Dann hier. Ui. Induktion und Gas. Verwendet das, wenn hier Solar, also wenn viel Sonne da ist, wir haben 1200 Watt Solaranlage. Ja, hat der Peter gesagt. Wenn es längere Zeit mal geregnet hat oder hat spät, Gas? Dann haben wir noch einen 200 Liter Gastank, den wir ausweichen können. Und unten sind Staufächer. Ja. Mir war es wichtig, dass wir hier noch. Jawohl, wow. Das ist wie bei uns daheim, ja. Jeder, der campt, weiß, dass man schon drei verschiedene Plastiktüten irgendwo hängt. Ja, ja, klar. Ja. Und wenn ich irgendwo bin, wo ich keine Mülltrennung brauche, kriege ich den Platz trotzdem gut genutzt. Wir haben Vollauszug, Schubladen. Ja, das ist aber schon fast bei dem Preis, ja. Klappen. Ja, super. Beleuchtet. Alle mit Softeinzug. Aber auch so, dass man trotzdem mal, fest, ja. Wenn man vergisst, einen Knopf zu schließen, bleibt es auch hängen. Ja. Und da hat man dann den Schlafraum, den man mit einer Klappe abtrennen kann. Jawohl. Wenn man seine Ruhe braucht. Ja. Auch noch, wir haben hinten auch Stromanschluss, einen USB-Anschluss, dass man sein Handy laden kann. Das braucht man einfach das heißt, heutzutage. Gell? Dass man in Ruhe sich auch einen Film angucken kann. Ja. Ja, klar. Zwei Fenster. Jawohl. Hier im Küchenbereich, wenn Sie sich fragen, wie man hier ins Bett kommt. Da ist eine Trittstufe wahrscheinlich, jawohl. Super. Also auch für uns wäre es was, oder Sie? Ja, wir kämen sogar wieder hoch, ja. Hier haben wir noch ein kleines Gimmick. Hier haben wir noch den Thermomix verbaut. Oh. Der dann hier seinen Platz hat mit eigener Steckdose. Aha.
Nicht schlecht, ja? Ja. Die perfekte Hausfrau. Die perfekte Hausfrau war ein Kundenwunsch. Ah ja. Haben wir hier die Toilette? Dürfen wir auch einen Blick reinwerfen? Also hier haben wir erstmal die Dusche. 80x80 Dusche. Jawohl. Und dieses Holz ist auch unbehandelt? Nein, dieses Holz ist geölt. Aha. Und muss alle 6 Monate nachgeölt werden, ja, nachbehandelt werden. Das muss man ohnehin wissen, dass ein gewisser Pflege- und Wartungsaufwand bei einem so großen Fahrzeug immer etwas mehr vonnöten ist als bei einem Fiat Ducato oder bei einem Mercedes Sprinter. Denn diese Fahrzeuge haben höhere Bedürfnisse als eben so ein Standardwohnmobil. Und hier muss man ab und zu mal eben die Dusche nachölen. Dafür hat man hier einen sehr schönen, abgetrennten, separaten Duschraum. Und kann man das dann noch zum Raumbad erweitern? Hier das. Jawohl, hier haben wir das Raumbad. Mit Komposttoilette. Wir werden, das heißt, es ist eine Trockentoilette. Das ist eine Trockentoilette. Ja. Wenn man länger autark unterwegs sein möchte, ist das alternativlos. Gibt's wir werden auch noch ein eigenes Konzept entstehen lassen, weil das Plastik uns nicht gefällt. Wir testen gerade Kompost oder Trenntoilette. Gibt es einen Fäkalientank dazu? Oder? Fäkalientank ist hier vorgesehen, also Urintank haben wir vorgesehen, aber momentan ist es so, dass wir die als solche nutzen. Man hat ja da hinten seinen. Jetzt sind wir hier noch immer noch im Küchenbereich. Immer noch im Küchenbereich, weil es fehlt ja auch noch, wo sind unsere Lebensmittel? Ui, das ist ja ein riesen Kühlschrank. Ja. Jawohl, und Bier ist auch vorhanden. Ja, und Sekt. Ja, für unser Feierabend. Ja. Also auch, wenn man die Natur liebt, braucht man das auch. Ja. Gemütliche Abende machen. Ja, ja, das ist uns wichtig. Und da unten haben wir einen Kühlschrank, jawohl, dreifache. Das ist ein Gefrierschrank. Ja, sogar ein richtig großer. Ja. Und dann haben wir hier noch Schubladen für Vorräte. Kleiderschrank, jawohl. Hier haben wir die gesamte Elektrik. Aha. Auch einzeln. Zu steuern. Ja. Also ist natürlich alles eine ganz andere Liga, als es ein normales Wohnmobil, wie sie da zu Hunderten unten stehen, anbietet. Ja. Und da haben wir gemütliche Sitzecke, die wir als Liegefläche ausbauen können, aha, die dann 2x2 Meter hat. Man kann den Tisch in alle Richtungen schieben, nach oben, nach unten. Hier haben wir dann noch eine Klappe, dass man einen zusätzlichen Sitzraum hat. Also zusätzlich 2 Schlafplätze. Minimum. 2 bis 3 Schlafplätze, ja. Und im Fahrerhaus kann auch noch mal jemand schlafen. Ah, okay. Wenn das so sein sollte. Oh, ja. Wir haben hier einen Durchgang ins Fahrerhaus. Mhm. Wir haben hier unser Büro. Wir arbeiten viel von unterwegs, ja, aus. Deshalb haben wir hier unser Office. Mhm. Hier Monitor, dass wir das auch vernünftig arbeiten. Richtig, und somit kann man auch einen Fernseher hier unterbringen. Ja. Aber man könnte den auch an anderer Stelle verbauen. Richtig, da wir ihn als Arbeitsplatz nutzen, braucht man einen gewissen Abstand, um vernünftig arbeiten zu können. Aha. Deshalb ist er nicht an der Wand. Wir haben es nach unseren Bedürfnissen gebaut. Klar. Hier haben wir den LTD-Router, hier haben wir die Dockingstation und hier haben wir dann den Drucker. Also, auch noch, also komplett Büro eingerichtet. Bei der Größenordnung haben wir also genügend Stauraum, aber das war auch nicht anders zu erwarten. Also, Brigitte, vielen Dank für die Vorstellung von dem Fahrzeug. Ich hoffe, das war interessant. Also auf jeden Fall war es mal was Außergewöhnliches. Es lohnt sich zu sparen und dann kann man so unterwegs sein. Ja, vielen Dank. Schönen Tag noch. Ja, danke schön. Danke für Ihre Zeit. Tschüss. Dankeschön.